Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich bei meinnews.de mit Zweitbundesliga-Basketball der Damen. Es standen sich gegenüber die Gastgeberinnen in Weiß vom USC Heidelberg, die Basket. Und in Blau der Gast, der Tabellenführer vom TSV Armizitia Firnheim. Der Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle gerecht, immer wieder angetrieben durch die Spielerin mit der Nummer 12, Brittany Whiteside. Hier bekam sie zwei Freiwürfe zugesprochen und beide verwandelte sie sicher im Korb der Heidelbergerinnen. Die Baskets sind abstiegsbedroht, sie stehen in der 12er Liga auf dem 10. Tabellenplatz. An der Tabellenspitze hat sich ein Fünfkampf herauskristallisiert, der eben angeführt wird von den Firnheimerinnen. Der Tabellenstand spiegelt sich auch im Spielverlauf. Hier ein herrlicher Treffer von Susanne Müller. Die Firnheimerinnen waren agiler, vor allen Dingen machte sich das bemerkbar unter den Körben, in der Offense, aber ebenso in der Defense. Das erste Viertel endete schließlich mit 10 zu 21. Ein sicher verwandelter Freiwurf für die Baskets, allerdings gleich im Gegenzug gab es ebenfalls zwei Freiwürfe für die Firnheimerinnen, die keinen Zweifel daran ließen, diese Punkte mit nach Firnheim zu nehmen. Beim Freiwurf Catherine Beverly Rollins. Sie war sehr treffsicher an diesem Wochenende. Vor allen Dingen war sie immer wieder stark unter dem Korb. Mit der 16, das war Kirstin Veit für die MLP Cats. Schon im Gegenzug war es wieder Rollins, die sich unter dem Korb heilig durchsetzte. Am Ende hieß es 86 zu 67 für die Firnheimerinnen, die somit weiter die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga Gruppe Süd anführen. Mit diesem weiteren Treffer von Rollins verabschieden wir uns aus Heidelberg. Auf Wiedersehen.